Schandfleck soll verschwinden. Das ehemalige Kino in der Oelsnitzer Innenstadt könnte bald Geschichte sein. Laut Oberbürgermeister Mario Horn hat die Stadt das Grundstück an der August-Bebel-Straße gekauft und will nun mit Hilfe von Fördermitteln das Gebäude abreißen lassen. Besonders interessant könnte die somit entstehende freie Fläche für die Kindertagesstätte Sperkennest werden, die sich oberhalb des Kinos befindet. Nach dem Abriss könnte hier beispielsweise ein Parkplatz oder ein neuer Zugang für die Einrichtung entstehen, so der Oberbürgermeister. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Verhandlungspartnern Stillschweigen vereinbart. Das 1939 eröffnete Lichtspieltheater steht bereits seit 22 Jahren leer.